Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Grünwaldklicke. Und ich bin jetzt hier fertig mit dem Kram. Die Presse mal zusammen. Alles ist raus. Kann ich mal zumachen. Da blinkt der hier. Na, ist kein Schlepper für mich. So. Muss ja auch noch gespalten werden, ne? Ja. Eins. Jo. Ich bring deinen Deutsch mit, ja? Ja, du kannst auf Feld 38 kommen direkt. Abgemacht, aber noch... ich bring den Schwader mit. Ja, komm auf Feld 38, das muss ich auch noch spalten. Mhm. Ich häng schon mal die Presse hier ab am Rand. Ja, ich bin unterwegs. Ah, wolltest du einen Schwaden, oder was? Ja, ja. Ja, ist kein Thema. Du wolltest pressen, ne? Mach neu. Dann kann ich die, wenn ich da schwarz mit dem Deutsch, dann kann er doch mit dem hier entfahren. Siehst du nichts auf dem Ding hier. Ja, was los? Bist fertig oder was? Nee, ich wollte eigentlich eine Balle noch hier lassen, aber die will doch nicht raus. Ja, wenn ich ganz voll ist, lohnt sich das nicht. Du hast da hinten noch die andere. Eines, also guck mal rein, in der Einstellung müsste eigentlich stehen, dass eine voll ist. Nein. Doch. Bei mir steht hier gar nichts. In der Vorpresskammer hast du 170 Liter, in der Ballenkammer hast du 0 und hinten drin ist gar nichts. Moment, wo hast du denn die Balle hin? Die müsste hier irgendwo sein. Na, wo denn?
Hast du dich ausgeladen schon oder was? Hier liegst du doch mit auf der Straße, Junge. Genau, ich wollte das sagen, da war doch eine. Alter. Dann müsst du mal auf mal Augen oder was? Du müsstest mal kurz mit deinem Frontlader kommen. Ja, ich mach sofort. Mann. Ich wollte extra hier, dass wir mit null anfangen. Aber ja. Ja, merkst du wohl, wa? Trink dir noch einen, Ger. Ja, wo bleibt der denn mit meinem Deutz? Himmelrosch. Bin unterwegs. Alter Falter. Du presst dann oder was? Ja. Gut. Kein Thema. In der Minute da. Der Deutz kann ja nur 34. Ja, der geht schnell genug. Bergauf wird er sogar schneller. 35. Ja, dann zieht er, ja? Ja, der Power ohne Ende. Der Bauer. Ja, da riecht Haber drin, das Ding. Action. Oh, ich höre den Deutz. Das ist gut. Jo, ich höre ihn auch. Auerle. So, bitteschön. Ist er am Pinkeln oder im Funkgerät oder was machst du da? Ah, ich muss mal eine Stange Wasser lassen, hier. Mann. Komm, in gottesfreier Natur ist das erlaubt. Was steht denn hier? Minus 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, hä? Prozent? Nee, du musst auf die andere Seite fahren. Nee, in der Kammer steht da eh drin. Nee, die ist leer. Ja, hier steht aber voll. Da kam wohl, denkst du mal dran, dass sie hier auf die Dings noch muss machen. Ja. Ah, jetzt so. Hat sie alles, gell? Was? Alles gepresst war ja hier. Ja. Muss ich erstmal hier ein bisschen Platz machen, das dauert noch ein bisschen hier. Komische Anzeige. Was ist denn das für ein Scheiß? Schwaden? Ne, der war verkehrt eingestellt. Ich komm jetzt. Geht los jetzt. Eins. Jo. Sind immer schöne Fichten bei uns. Auf Feld 52. Ja, aber was zu tun im Winter, ne? 35,8 Meter hoch. Ja, das ist ganz schön weit gebacken, ne? Sind wir gleich hoch. Ja, sind ja alle zur gleichen Zeit gesät worden. Angesät ja. Worden. Und aufgeforstet oder wie nennt man das? Ja. Hier lässt aber was liegen, gell? Ach, das ist so eine Stadt. Passiert, ja. Genau. So genau wollen die sie unbedingt bezahlen. Das ist schon ein paar Euro. Aber andersrum gesehen, du weißt selber, pingelig die sind. Es gibt einen Sonderbonus, wenn ordentlich gemacht wird, ne? Ja. Ich bin dabei. Ja. Mann,
manchen Dingern hier ist das Fahrwerk geht nicht tiefer, ne? Wir hätten noch zwei Aufträge zum Ernten, ja? Das machen wir nochmal. Ich denke, wir haben im Moment noch genug zu tun hiermit. Ich meine nur, weil ich gerade gesehen hatte. In dem Auftragsbuch sind noch andere Sachen, aber ist ja im Tablet, ist ja mehr dazugekommen. Ja. Unkrautjäten. Hat jemand gesehen, du? Hast du mal gefragt, wo die ist? Möchte ich nicht dazu äußern. Ja. Du oder sie? Der Händler. Der Händler möchte. Also ehrlich, ist wieder mit dem Typen abgehauen oder was? Hallo, wenn er so redet, ne, dann denke ich mal, er, der mit dem Händler abgehauen ist. Weil der hat nämlich die Kohle, so ist das nicht. Ja, irgendwie wir, gell? Na toll. Du kannst das bei uns nichts werden. Unfassbar. Ist halt so. Bauen. Ja. Du bist ja jetzt am Pressen, ey. Ich fange jetzt gleich an, wenn der Rand hat. Kannst du die Ballen paarweise ablegen, bitte, und nicht einzeln? Ja, machen wir. Weil das erleichtert mir dann doch die Arbeit. Mensch, Mann. Das ist nett. Fette Bahn rum mit Chemietransporter. Unfassbar. Willst du machen? Echt? Tja. Wenn die Dinger nicht hochgehen, ist mir das egal. Ja.
Das sind doch bestimmt bei 100.000, die wir dann zusammen haben, wa? Was? Wenn wir hier fertig sind. Hm. Das nett? Gibt keine 100.000. Für alle? Ja. Achso, meinst du jetzt für die ganzen, noch ja, für ja, die Grasaufträge? Für alles, was wir jetzt von der Stadt haben, bis jetzt. Weil, bis jetzt? Nein, 50. Ehrlich? Ich hätte mit mehr gerechnet jetzt. Du meinst jetzt die alle oder nur die Heuaufträge? Alle Heuaufträge. Müsste ich Zusammenrechnung gleich machen. Mach durch, guck mal gerade nach. Ich hatte mit 200, 250.000 gerechnet. Ich hab gedacht, ich könnte noch ein paar Alufelgen für den Deutsch oder so. Ja, könnten doch 90.000 können geben. Naja, das ist schon ungefähr. Mal gucken, wenn wir welche. Das hört sich schon mal gut an. Ja. Ja, Alufelgen. Ein paar Alufelgen für den Deutsch, das ist doch schick. Ja, ja, alles schick, schön. Ja, da soll ihr doch bestimmt dafür, wenn es dazu was kommt. Da. Naja. Wieso nicht? Wir haben es doch. Hm? Wir haben es doch. Da mach schon mal ganz anders mit und mit dem großen Ding hier. Aber gut, meine lieben Freunde, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt TeamSpeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Bis dann, haut rein. Tschüss.